Moin, es ist Freitag, der 25.12. oder auch der erste Weihnachtstag. Draußen ist es ein bisschen ungemütlicher geworden, wie man auch an Uta erkennt, die schon mit Jack draußen war. Auch Camper Arno hat ziemlich viel Eis und Schnee abbekommen. Dennoch wollen wir heute raus und nicht nur wegen der Hunde. Wir wollen einen der zahlreichen Winterwanderwege erkunden. Ja, die Wege hier auf dem Winterwanderweg sind gut präpariert. Hier fährt wohl immer so eine Schneeraupe lang oder so und macht den Weg dann, wie ich vermute, den Schneespuren nach einmal am Tag tippitoppi. Hoppi. Der Himmel ist grau und es fällt einiges an Schnee. Das wird spätestens morgen wohl ein cooler Tag werden. Ja, nee, Jungs, ist schon klar. Das ist heute echt mal wieder Badewetter. Kleine Pause auf der Bank gefällig? Uta hat gerade geflucht. Hätte ich das jetzt hier auf Video gehabt, hätte ich einen Piepser drüber legen müssen. Hier kommt nämlich eine Hängebrücke. Ist nicht so ihr beliebtestes Mittel, um irgendwo rüberzukommen. Den Jungs ist es egal. Und mich freut. Die Hängebrücke mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ah, da kommt aber mächtig Wasser raus. Da noch beiseite liegen. Nicht so sehr an der Tüte zerren. Warte. Ja. Tu einfach so, damit wir das Prozedere beibehalten. So, die Challenge. Uta hat kein Stift dabei. Ich habe einen, aber der ist weiß. Die ganze Landschaft ist weiß. Samson, nicht verlieren und zu Frauchen im Ring. Ja, wenn auf einen Verlass ist, dann auf Samson. Hier. Dankeschön. Hui, da haben aber zwei noch Energie. Oder wollen sie sich nur warm laufen? Ja, das sieht auch so ein bisschen nach Warmlaufen aus.
mein Vogel hat Licht. Ihr wisst schon, wegen der Sicherheit und so bei Schnee und schlechter Sicht. Und jetzt sieht's so aus, als würde ich mich warm laufen wollen. Dafür finde ich, ist die Kamera noch recht wackelfrei. Wieder zurück bei Camper Arno stellen wir fest, er hat sich ein bisschen mehr mit Schnee zugedeckt. Wir waren 7,5 Kilometer unterwegs, etwas über 3 Stunden und haben 322 Höhenmeter gemacht. Ich sag dann mal, gute Nacht. Guten Morgen, es ist Samstag, der 26.12. oder auch der zweite Weihnachtstag und wir sind noch auf dem Campingplatz in Lenz. Es war wieder eine ruhige Nacht, aber es hat die ganze Nacht ein bisschen geschneit. Nach der verschneiten Nacht haben wir heute einen klaren, sonnigen Tag. Auf der heutigen Wanderung kamen wir an dem Biathlon-Center Lenzer Heide vorbei. Die machen hier schon kräftig Werbung für die Weltmeisterschaft im Jahre 2025. Da drücken wir doch mal alle die Daumen, dass Corona dann kein Thema mehr ist. Weiter führt uns unsere Strecke durch Lenz und vorbei an der schönen Kirche. Wir mussten dann auch noch die Piste vom Anfängerhügel, nenne ich es einfach mal, in Lenz queren. Hier war ein bisschen was los, aber Gedränge sieht anders aus. Sah recht Corona-konform aus. Nach dem Anfängerhügel waren wir ziemlich alleine. Und das war gut für die Jungs, die konnten so ordentlich im Schnee toben. Auf der Bank in der Sonne gab es eine kleine Pause und einen kleinen Zeitrafferschwenk. Der Weg ist eigentlich ganz gut aufbereitet zum Wandern, aber hier endet jetzt die Komfortzone. Mindestens seit dem letzten Schnee heute Nacht ist hier keiner mehr längs gelaufen. Auf dem GPS ist der Weg auch nicht verzeichnet. Der verzeichnet war, ist wegen Steinschlag gesperrt. Und jetzt laufen wir eigentlich nur Samson hinterher. Und tatsächlich immer wieder taucht da noch mal eine Wanderwegmarkierung an irgendeinem Baum auf, weil er uns richtig führt. Ja, das hat Samson richtig gut gemacht. Was für ein cooles, sonniges Wetter heute. Ja, jetzt kommen wir den Weg hier runter, sind extra diesen Schildern ausgewichen und nur wo wir unten an diesem Schild vorbei sind und uns umdrehen, sehen wir, ja, infolge Steinschlaggefahr ist der Wanderweg gesperrt. Besten Dank für das Verständnis. Hätten wir das oben mal erfahren können. Hier wird mit einem Präzisions-GPS der Hang überwacht, ob er ins Rutschen kommt. Die Experten werden schon wissen, was sie tun.
Nach fast 5 Stunden hatten wir fast 13 Kilometer und fast 600 Höhenmeter absolviert. Ziemlich viel Eis unter Camperahnung. Die letzte Nacht soll es minus 12 Grad gewesen sein und diese Nacht soll es auch wieder minus 12 Grad sein. Zeit mal den Gasstand zu prüfen. Nach dieser Nacht werden wir uns wohl eine neue Gasflasche besorgen müssen. Wieder zurück im warmen Camper Arno wurde Samson, ja, ein wenig kuschelungsbedürftig und aufdringlich. Jack machte sich auf dem Beifahrersitz bequem. Nicht zuletzt wegen ihm haben wir auch diese mittelhübschen Schonbezüge auf unseren Sitzen. Während es sich Samson in der großen Hundehöhle unter dem Bett bequem gemacht hat. Ich sag dann mal gute Nacht, danke fürs Gucken und bis zum nächsten Video. Tschüss!